Am Abend feierte Jesus mit seinen Jüngern das Passamahl. Er nahm das Brot, um es an die Jünger auszuteilen. Das tat bei diesem Fest jeder Vater in seiner Familie. Aber Jesus sagte nicht, wie es der Brauch war: Dies ist das Brot des Elends, das wir in Ägypten aßen. Er sagte: Nehmt und esst. Dieses Brot ist mein Leib. Ich sterbe für euch, damit ihr leben könnt. Dann nahm er den Becher mit Wein und sagte: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut. Ich vergieße es für euch. Daran sollt ihr Gottes Liebe erkennen. Er vergibt euch alle eure Sünden. Nach dem Passamahl ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Baumgarten vor der Stadt. Dort wollten sie unter den Ölbäumen übernachten. Es war schon dunkel. Jesus sagte zu den Jüngern: Bleibt wach und betet, damit ihr nicht versagt. Ihr werdet in dieser Nacht auf eine schwere Probe gestellt. Aber die Jünger waren müde und schliefen ein. Jesus ging tiefer in den Garten hinein und warf sich nieder. Er betete zu Gott: Mein Vater, hilf mir. Ich habe Angst. Wenn es sein kann, erspare mir das bittere Leiden. Lass mich noch nicht sterben, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als Jesus zu den Jüngern zurückkam, sah er Männer mit Fackeln in den Garten kommen. Er weckte die Jünger und sagte: Jetzt ist es soweit. Die Männer packten Jesus und fesselten ihm die Hände. Dann führten sie ihn ab. Die Jünger ließen Jesus im Stich, sie liefen alle davon.